Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen News-Video von Champions of Regnum. Wie ihr wahrscheinlich wisst, es gibt nicht so gute News-Seiten bzw. ja, Discord. Ich bin ja bei Discord gebannt, wegen nichts. Und ich werde auch nicht mehr entbannt. Also wenn ihr mal gebannt werdet, ihr werdet einfach nicht mehr entbannt. Kann ich da natürlich nicht immer so gut und schnell auf News zugreifen. Ich würde das aber gerne schon machen. Ihr dürft gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn euch irgendwas auffällt, ein Event da ist, ein XP oder Ding-Event, also XP plus 150%, wie jetzt, und so weiter. Okay, und dieses ist bis am 26. um 23.59 Uhr. 150% XP, Warmaster Coins und Loot. Also einen sehr guten Boost von diesen 50%, oder? Also 150% heißt einfach, ja, man bekommt die Hälfte nochmals dazu. Ja, es ist momentan nichts los, deshalb gehen wir auf Heldenreise. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe halt eine XP Booster 500 Ding. Und wie ihr seht, ich habe gestern im Livestream natürlich sehr gut gelevelt. Ich bin jetzt fast fertig mit dem Ritter. Jo, der Clan, hallo? So, ja, hier wurde noch etwas Imperia. Okay. Dann gucken wir mal dort hoch. So. Jo, also ich schaue auf Twitter einfach vorbei und dort ist es leider nur auf Spanisch. Also ich kann es schon übersetzen natürlich. Aber jo, wenn irgendwas falsch ist oder irgendwie hat etwas fehlt oder ja, zu viel ist, was ich sage, bitte einfach schreiben. Jo. So, leider, also gestern war so viel los, ich hatte wirklich fast ein Level gelevelt. Und das in weniger als 2 Stunden, glaube ich, oder so. Es geht schon gut vorwärts mit diesen Events. Und das möchte ich euch natürlich auch unter die Nase reiben, sozusagen. Also einfach die News euch geben. Ist klar, es ist nicht für jeden wichtig, aber dann bekommt ihr auch ein bisschen Videos über, weil ich ja immer auch ein bisschen Gameplay noch zeige. Genau. Und ja, es war wirklich toll. Also unbedingt das letzte Video auf Twitter, Twitch anschauen. Auf Twitter kommen leider nur YouTube-Videos. Die haben das mal ausgeschaltet. Das kann man nicht mehr machen. Dass man automatisch dann eine Nachricht sendet. Ja, ich bin online. Oder ich habe ein Video, eine Aufzeichnung hochgeladen und so. Finde ich schade. Twitch macht sehr viel schlechter in letzter Zeit. Also sie tun sehr viel wegmachen. Einfach ausradieren. Finde ich ein bisschen doof, oder? Hallo Leute, wo seid ihr? Ich will doch Gameplay zeigen. Die Leute langweilen sich schon im Video. Bitte Mitspieler, kommt zu mir. Kommt zu Papa. Es kommen sicher ganz viele Ecken und ich bin mal wieder tot. Jo. Genau. Schreibe ich mal, dass Leon vielleicht noch reinkommt. Weil das glaube ich nicht. Ja, sie sind halt wirklich sehr wenig online. Da kann man nichts machen. Okay. Gut. Und es geschafft. Du musst klatschen. Hehehe.
Ja. Einfach nur die wenigsten, oder? Emotes. Aber man kann so viel machen. Ah, toll. Es sind wenigstens zwei. Ja. Also, das ist ein Ritter. Ritter, Papa. Das habe ich eigentlich immer mit diesen zwei Glas. Also, jetzt einfach gestern schon immer wieder Ritter zum Papa. Ja, schon mal ein paar Mal zum Baba Ritter gesagt. Aber zum Ritter mal sage ich nicht Baba. Die sind keine Barbaren, das sind heilige Ritter. Weiß nicht genau, wie er heißt. Oh, ich kann den auch schon. Nein, sagt er mir. Nein, der ist nicht hier drin. Der ist nur beim Schützen drin. Tunic, Sombre, Chapeau, Alastor. Jabon, Chapeau. Die Rüstung von Alastor. Das ist Chapeau, der Hut. Jabon, ich ziehe den Chapeau, das ist ein Hut. Das ist ein Magerhut scheinbar oder so. Okay. Jabon, Jabon. Ich dachte, das sei Französisch. Ja, es war vielleicht auch Spanisch. Chapeau. Chapeau. Ja. Oh, Augsburg City von hier aus cool aus. Ja, wenn die Bäume nicht geladen sind, es sieht einfach so cool aus. Ja. Ja, schade, kann ich jetzt einfach nicht ein bisschen XP. Wait. Garteln, das ist in der Nähe von Basel, wird gerade von Novartis ein Nano, was die Nanomethode gemacht, Nanomedizin halt. Und damit kann man eventuell die schlimmsten Krankheiten heilen, wenn das Erfolg hat. Und das gibt es natürlich nirgendwo auf der Welt sonst. Ja, ich kann nicht stundenlang auf einen Ork einklatschen. Hey, der war mega teuer.
Hey, hör doch auf, ey. Also unnötiges Zeug zu machen über mich. Ein schönes Haus. Ich habe mega morgen gegessen. Nein, ich bin kein Kameramann. Toll, weißt du, das Skript. Ich habe eine Nachricht. Ist jetzt eigentlich einfach? Einfach bedeutet doch, dass man low-leveliger ist. Aber ich bin 59 und die sind 60 steht. Das macht keinen Sinn. Vielleicht ist das einfach so im letzten Level. Ich sitze einfach um meine Schicke. Ja, die Deutschen sind so, so die Viehspieler, die typischen, ja, ich tue Regnum nie verlassen. Aber ja.
Wir sind in der Schweiz, also ich bin in der Schweiz. Ich schaff's nicht. Die wissen sofort. Die sind so süchtig. Ich mache einfach Werbung. Ich will keine Werbung machen. 11:14 Uhr, okay. Also, ich denke, das Video ist bald genug lang. Ich. Ja. Ich will eigentlich nie Werbung machen, aber kaum sage ich irgendwas mit Kameramann oder so, als Witz. Die wollen alle irgendwie total mitmachen. Ich kann nicht aufhören. Das geht. Ich weiß nicht, wieso nur eine Stunde. Was hat das für einen Sinn? Also, die Entwickler wollen so wenig wie möglich uns den Boost geben, damit wir nicht overleveln. Also einfach Charakter sehr schnell hochleveln. Ist schon klar, aber wir können das ungefähr um 10%, ja, um 90%, genau, kürzen, oder? Also weniger teuer machen. Es ist halt auch Cheaten, oder? Sollte eigentlich so gezahlt sein. Man sollte es eigentlich entfernen und dafür einfach ein bisschen schneller leveln lassen. Wie heißt der? Ah. Wenn ich doch Jahr oder Jahr. Wie heißt der? Ja. Das ist normal, dass der jetzt eigentlich, ja, schon, wahrscheinlich schon länger, Orks spawnt, die dann wieder weggehen. Ist das ein Beschwörer? Kann schon sein. Das ist gut, wenn man wenigstens warten kann. Schon geil. Das haben sie eigentlich ziemlich gut so gemacht, oder dass es fair bleibt. Oh.
Weißt du, jetzt wo er nicht mehr gespawnt ist, kann ich es einsetzen. Ach, scheiße, Cooldown. Cooldown ist immer schlecht. Einfach nicht passend. Wenn irgendwas hoher Cooldown hat, dann ist es nie passend. Ist jetzt nicht gestanden worden. Ja, ich habe mit 3 Jahren schon Dragon Ball geschaut. Das ist ab 16, glaube ich, ist. Ja, das war, das kam damals so raus, Dragon Ball Z, oder? Das ist nicht immer da. Was so? 93 oder so, ja. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. 91 wahrscheinlich. 4 Jahre. Also, aber Hauptsache, ich war noch ganz richtig klein. Ich war sowieso echt ding. Also, ja. Ich mache gerne längere Videos, aber ihr müsst natürlich nicht reinschauen, das ist klar. Aber das ist sowas von unnötig gerade, das ist einfach da irgendwas dabei. Ja, man bekommt irgendwie so 10. Sofort wieder end. It's done. Geil, ich kann einfach sofort wieder installen. Das ist schon geil, aber ey, diese Reichweite macht mich manchmal Wahnsinn. Also es ist halt immer wieder asynchron und dann hat man diese. Ja, Ding nicht.
Ich weiß nicht, was die haben, aber ja, okay, sie sind noch nicht so hochleben. Also noch nicht so hochleben. Wahrscheinlich einfach noch nicht so. Das ist ein Max-Level, aber ja, sie haben wahrscheinlich schlechte Zeiten erwischt. Nein, zu früh! Zu früh. Ich dachte schon, ein Zyrtenjäger greift an, aber es ist ein Eisenjäger, der einen Säbelzahntiger angreift. Ich habe es einfach nicht verstanden, weil plötzlich der Säbelzahntiger drauf war. Säbelzieger, das war auch ein Sieger. Ein Tiger. Das ist irgendwie die Abkürzung. Ja, das muss gesagt werden. Finde ja cool, ich finde ja wirklich cool, dass man so lange an einem Bus fährt, aber das ist unnötig. Ich wollte eigentlich mit euch Warzone machen, aber das ist nicht gesehen, wahrscheinlich dann. Ja, da haben wir ein schönes 30 Minuten Video schon. Und der ist immer noch nicht tot. Ja gut, wir haben dann Anfang auch nicht gemacht. Ja, 25 Minuten ungefähr, ja, wahrscheinlich weniger. Aber es ist ja süß, weil eben ich konnte gestern Abend noch nicht wissen, dass er explodiert ist. Ich habe einfach gespielt, oder es steht ja nirgends, oder steht es hier oben? Nein, steht nicht hier oben. Also es steht da nicht, es steht nur 50% XP Boost, oder? Man kann es gar nicht wissen. Man spielt halt einfach meistens nur. Jo, da habe ich halt einfach nicht so früh das Video hochgeladen, aber ihr solltet das eigentlich ja einfach als Gameplay-Video ansehen, nicht unbedingt als News-Video. Man kann halt nicht viel, die Entwickler machen halt einfach gar nichts. Thank you.
Spaß gemacht. Hört sich schon sagen, ne? Ohne. Wieso? Wieder nur wieder. Nicht müde entstanden, ein bisschen. Aber die Balken sollten im Vordergrund sein. Aber wieso sind die Namen? Ja, die Namen kann ich noch ein bisschen verstehen, aber wenn da irgendwie ein Schild davor ist, wieso wird das nicht angezeigt? Ja, kann ich dich leider jetzt nicht. Ja. Okay, also sehr interessant. Geht man noch gar nicht so. Spielen schon außergewöhnlich viel, aber es reicht immer noch nicht. Jetzt kann ich gar nicht mehr anfangen. Nicht nur 112. Ja. Seht ihr?
Aber es ist Titan wenigstens jetzt mal. Ich glaube, es wechselte immer oder so. Oder das sind die Sachen, die Rohstoffe von Ignis. Und wir haben ja da diese Kräuter da. Und Baumharz. Irgendwie so das. Ich weiß es gar nicht auswendig, wenn ich das nicht mache. Ich kann es ja noch nicht so craften. Also dann kann ich viele Gegenstände machen. Ist niemand hier. Hä? Gut, dann beende ich mal das Video. Ich gehe weiter mit denen ein bisschen zocken. Und ja, schauen wir einfach mal. Die machen jetzt wahrscheinlich eine Pause kurz und ich gehe dann einfach weiter. Dunkelblond ist immer noch hier. Also, wir sind halt immer am Abend, sind wir zusammen. Und ja, und sie spielt jetzt auch, wie ich jetzt morgen, also am Vormittag. Jo. Aber sie ist halt schon sehr, also wahrscheinlich ist es ein R, aber mit einer Sie als Charakter umspielen. Es spielen recht viele Frauen übrigens. Jo. Und wir haben sie in unseren Let's Plays und Livestreams natürlich immer wieder gesehen. Schade, dass da in Syrtis da einfach dann der Charakter weg war, also der Account weg war. Aber damals da bei den weißen Höhlen oder so. Das war schon cool. Das war einer der besten Gegner auf Valhalla bei den Süden. War schon cool. Das war ungefähr so 2016, 17. Ja. Ich glaube 16 oder 17 habe ich dann auf Isis gewechselt bei Ra. Da habe ich auch Ra gespielt. Ich glaube aber nur kurz, weil ich dann wieder Valhalla spielen wollte wegen den Kollegen. Bei Ignis mit einem neuen Account, genau. Und dann 2009 wurde ich wieder gehackt, oder es wurde nicht übertragen, also die Daten wurden nicht von Gamiga übergetragen zu Nimble Guards. Ja. Finde ich schade. Aber dass man einfach sich nicht mehr einloggen kann, jo, und es niemand sagt, niemand sich dafür beordert. Ja. Wir unterstützen keine Verluste des Accounts. Ihr seid doch schuld, dann unterstützt sie doch. Oder das genau das Gleiche ist, wenn du einmal gebannt bist, wir entbannen dich nicht mehr. Was soll das? Ich wurde ja nicht wegen irgendwie Beleidigungen oder so gebannt. Ich wurde, weil ich gesagt habe, das Event sei ein bisschen buggy. Deswegen wurde ich gebannt. Das ist eine Hilfestellung und keine Abwertung, dumme Entwickler. Aber gut. Reden wir mal ein anderes Mal genau darüber. Die schlechtesten Entwickler. Nimblegard. Ah. Ja, gut. Schönen Tag wünsche ich euch. Viel Spaß mit dem Spielen. Und vielleicht sieht man sich ja in Game oder in den Kommentaren. Tschüss.